Willkommen zurück, meine Freunde, im wunderschönen Dorfzentrum von Trübwasser. Ja, wir haben ja schon ein bisschen was von diesem Ort gesehen. Wir durften das Ufer kennenlernen, die Felder und genau, hier waren wir schon. Da sind wir schon gewesen. Hier geht es zur Brücke, keine Ahnung, was das sein soll. Und diese Map haben wir uns jetzt noch nicht angeschaut. Wir haben hier das Haus des Schmieds, des Dorfprobstes, da waren wir schon drin. Adams Haus, Alinas Haus, Haus des Bäckers. Und die preisgekrönte Kuh hat auch ihren eigenen Slot, super. Und Selinas Haus. Also diese vier Leute, die da in so einem Beziehungsdrama stecken. Womit ich noch nicht zufrieden bin, ist die Frebszahl. Die bleibt jetzt bei 30 hängen, das ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Boah, 9 Berberrohr. Das sah nicht ab, du. Das ist ja Wochenrabatt hier. Sommer-Schlussverkauf. So, und wir schauen uns jetzt in diesem Dorfzentrum jetzt mal ein bisschen weiter um und lernen mal ein bisschen Leute kennen. Hexer, diese Mittagserscheinungen lassen uns nicht auf den Feldern arbeiten. Naja. Nichts ist umsonst, ich weiß. Vielleicht lässt der Geizhals Hoffmann ein paar Münzen springen, um das Problem zu lösen. Woher kommen die Mittagserscheinungen? Das sind Mittagsdämonen, die erscheinen, wenn die Sonne im Zenit steht. Das weiß doch jedes Kind. Ich würde gern mehr erfahren. Mittagserscheinungen werden aus Hitze, Traurigkeit und den Schweißtropfen von Pflügenden geboren. Sie tanzen in der Sonne und locken arglose Wanderer an. Kein Mann hat je einen Tanz mit Mittagserscheinungen überlebt. Sie verschwinden, wenn die Sonne untergeht und kehren zurück, wenn sie wieder hoch am Himmel steht. Danke für die Geschichte. Ja, das ist echt interessant zu erfahren. Finde ich schon. Nur das Komische ist, wenn hier irgendwelche Monster für Menschen gefährlich werden, dann sind es in der Regel nur irgendwelche weiblichen Monster, die Männer verführen. Ich habe hier noch kein männliches Monster getroffen, was Frauen verführt. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen unfair. Ist euch die Herrin des Sees erschienen? Noch nicht. Törichte Weiber. Berenga ist eindeutig hübscher als ihr. Wie, Berenga? Woher kennt denn die Berenga? Jetzt macht die mich aber neugierig. So, Herr Adam, Sie haben ein Schränkchen. Mit einem Feuerstein, den ich sogar brauchen kann. Was haben Sie denn noch Schönes? Ja, natürlich haben Sie einen Silberring. Das ist wahrscheinlich der Verlobungsring. Das ist jetzt meiner. Oha. Balladen. Der Band enthält Balladen, die der berühmte Bade Rittersporn geschrieben und dargeboten hat. Und eine Sammlung von Quells Geschichten, bla. Gehört trotzdem uns. Ach, der Herr Adam ist gar nicht zu Hause. Na, geht wahrscheinlich heimlich seine Alina flachlegen, die den Julian betrügt oder so. Keine Ahnung. So. Hier ist auch noch was. So, hier ist nämlich Alinas Haus. Guten Morgen. Seid gegrüßt. Ich bin Geralt, der Hexer. Meister Rittersporn sang einst eine Ballade über einen Hexer. Da wird mir ganz warm ums Herz. Sind Hexer wie Ritter, die das Böse und das Verbrechen bekämpfen? Ja, was nehmen wir denn da? Nee, ich würde sagen, wir sind besser als Ritter, also von daher... Nicht ganz. Die Ballade war so romantisch. Vom Schicksal aneinander gekettete Liebende, die nicht zueinander fanden. Wahrhaft romantisch. Ich werde bald heiraten. Was führt euch her? Eben genau das. Und natürlich... Kümmert ihr euch um Alwin? Ja. Er hat so wunderschöne, große Augen. Leider möchte mein zukünftiger Gatte Alwin nicht adoptieren. Kann ich mit Alwin sprechen? Ja. Normalerweise spielt er im Dorf oder hilft mir hier im Haushalt. Lebt wohl. Wartet. Ich habe eine Bitte. Wenn ihr am Gasthaus vorbeikommt... Würdet ihr nach meinem Verlobten sehen? Und vielleicht schauen, ob meine Schwester Selina irgendwo zu sehen ist. Euer Verlobter treibt sich im Gasthaus herum? Wir reden nicht miteinander. Er ist böse auf mich. Wir haben wegen Alwin gestritten. Ihr streitet schon. Julian möchte, dass wir eigene Kinder haben. Er will Alwin zum Tempel der Militele schicken oder zum Hexer ausbilden lassen.
Ihr findet ihn in der Taverne. Verstehe. Was sieht er nur in ihr? Ich muss Selina und Julian beim Gasthof treffen. Ach, die sind beide dort. Ja, genau. Treiben die es auch noch hinter ihrem Rücken, oder was? Das ist auch die gleiche Synchronsprecherin wie bei Triss. So, da ist Alvin, aber mit dem reden wir erst gleich. Ja, also wenn wir ihn zum Hexhaus bilden, gerne. Er ist eine Quelle. Wird sicher ein starker Hexer werden. Er hat Linus Prophezeiung zum dritten Mal jetzt, glaube ich. Jetzt reicht's. Ich muss auch nochmal zur Taverne mein Inventar ausräumen. Alvin. Hallo Geralt. Ich habe ein neues Zuhause. Es ist schöner als Visima. Aber ich vermisse euch. Es gefällt dir hier. Ja, töten wir zusammen Ungeheuer? Alvin, es ist außerordentlich gefährlich, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Versprich mir, dass du das, wenn irgend möglich, vermeidest. Ich versprech's. Es gibt Elfen hier in der Gegend. Eine ist echt hübsch. Aber sie hat mit Herrn Tobias gestritten. Können wir Töte den Elf spielen? Herrje, ich muss echt ein Wörtchen mit dir und Alina reden. Das hat nichts mit Alina zu tun. Alle Kinder spielen das. Ich bin immer der Großmeister. Wir reden später weiter. Und wir sollten nochmal mit Julian reden, gleich in zwei Quests auf einmal. Hervorragend. Ja, Alvin, ich lasse dir gerne den Vortritt. Zu höflich bin ich ja als Hexer. Ah, die haben hier Spiele drauf, du. Törichte Weiber. Berenga ist eindeutig hübscher als ihr. Seid gegrüßt. Ich bin Adam. Geralt. Ich versuche, ein Liebesgedicht für meine Herzensdame Alina zu schreiben. Frag den Dichter Rittersporn. Er soll angeblich sehr gut sein. Er verkündete, dass die Liebe meine Inspiration sein werde. Er selbst beschäftigt sich mit einem Ablenkungsmanöver. Einem Manöver? Er wirbt um die Müllerstochter, um so Fräulein Alena eifersüchtig zu machen. Ziemlich gerissen. Wie ein Fuchs. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Gibt's hier Elfen? Sie hatten ihr Lager ganz in der Nähe aufgeschlagen, aber sie sehen nicht gerade wie epische Helden aus. Krank und ausgehungert eher. Viele sind bereits gestorben. Sind sie friedlich? Ganz und gar. Herr Tobias wollte ihnen helfen, doch die Anführerin lehnte die Almosen der Menschen ab. Typisch für Elfen. Lebt wohl. Nein, Geralt, jetzt verjag ihn doch nicht. Nein, warum rennt er denn so schnell? Bleib stehen. Hallo? Sag mal. Ja? Der ist auf der Flucht. Wie kommt ihr mit eurem Gedicht voran? Deine Hände zart und schlank und dein Körper lang und rank. Bis nächtens um 3:30 verzehr ich mich nach dir. Genug. Verschont mich. Ja? Danke, Geralt. Seid ihr in Alina verliebt? Ihr wisst doch, sie wird heiraten. Ich liebe sie heimlich. Ihr müsst daher diskret sein. Und die Ehe ist niemals ein Hindernis für wahre Liebe. Auf bald. Na, wenn er das sagt. Und damals haben die schon so gedacht. Oh Mensch, ey. Das wird hier noch richtig lustig, glaube ich. Nur schade, eigentlich hätte dann die Alina stattdessen Eva heißen müssen. Dann wäre es perfekt gewesen. Was haben wir denn noch hier? Oh nein, warum hat der Bäcker denn scheiß Hintereingang? Oh, hier sind wieder viele Kinder. Die Kriegs haben mich verzaubert. Bis gestern hatte ich einen Katzenschnurrbart. Den hätte ich gern gesehen. Ich spiele nicht gern mit Alvin. Der ist mir unheimlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der ist in der Tat unheimlich. Ich verwandle dich in einen. Dass die Töte den Elf spielen, weißt du? Und er ist natürlich der Großmeister. Er reißt schon die ganze Macht an sich. Diese Alina hat es mir angetan. Ach, der auch noch. Mein Gott, ey. Legt ihr euch alle untereinander flach? Ja, das sollte man lassen, wenn man es nicht kann. Da ist noch eine Tür. Jetzt gehen wir erstmal noch hier rein. Ach, das sind einfach nur Hütten. Auch gut. Ah, mein Ohr juckt.
Das Blöde ist, ich warte jetzt noch darauf. Eigentlich wollten heute Morgen noch kurz Leute zu mir kommen und was abholen. Jetzt habe ich meine rechte Ohrmuschel quasi frei, um die Türklingel zu hören. Ihr seid anders. Wie interessant. Meine Großmama sagt, nichts ist schöner und gefährlicher als der Tanz der Mittagserscheinung. Ja, sie läuft ja keine Gefahr, geholt zu werden. Sie ist ja kein Mann. Oh, es waren viele Kinder da drüben, muss man schon sagen. Aber ja, man weiß ja, auf dem Land, die haben es nicht so ganz mit der Verhütung. Nicht, dass es sowas damals schon gegeben hätte, aber... ja, da ist ein Korb. Hühnchen. Ja. Geralt, was soll in deinem Hühnchen wohl drin sein? Ich hoffe, die Elfen verlassen diesen Ort so schnell wie möglich. Und noch ein Buch. Also die sind ja echt ziemlich belesen hier. Da ist Selinas Haus, dann gehen wir erstmal noch zu der Tür. Nee, das gibt's doch wohl nicht. Hier ist ja schon wieder ein Buch. Und nochmal die Balladen. Rittersporn scheint ja ganz gut seine Sachen zu verkaufen. Und da haben wir noch mehr Alk. Meine Großmama sagt, okay. Nichts ist schöner und... So, und jetzt gehen wir mal zu Selinas Haus. Die ist aber wohl nicht da. Die ist ja im Gasthaus, das haben wir ja gehört. Müssen wir auch noch hin. Pepperovka, sehr schön. So, mittlerweile müsste ich doch jetzt überall gewesen sein. Boah, ruckel, ruckel. Oh, hätte ich doch nur einen Sohn, so hübsch wie Alvin. Ja, vielleicht kann die ihn ja adoptieren. Ihr bringt... Mein Rücken tut weh. Ein schrecklicher Albtraum. Keine Wolke ist hier. Alles klar. Den Leuten hier geht's nicht so toll. Hexen. Naja. Nichts ist ums... Ich. Ach, das ist der Typ. Ich hätte gern einen Happen. So, und jetzt gucken wir uns natürlich noch das hier an. Die preisgekrönte Kuh. Ein Kuh-Fan. Unsere preisgekrönte Kuh. Ein Kuh-Fan. Ob es wohl regnet? Seien wir froh, dass es damals noch keine sozialen Netzwerke gab. Ey. Ich weiß nicht, wie viel Follower die gehabt hätte. Ja? Seht sie euch gut an, Herr Hexer. Eine Kuh wie die kriegt ihr wohl nie wieder zu sehen. Sie ist beeindruckend. Seht nur ihr glänzendes Fell, ihren Schwanz und das Euter. Wir wollen sie mit dem Preisbullen aus Bullendorf paaren. Das wäre doch was. Eine weltberühmte Zucht. Zweifellos. Ach, unsere Erdbeere ist so schön. Auf bald. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich mir jetzt gerade das Lachen verkneifen muss, ne? Sie ist... Seht wir das auf. Okay, der will nichts mehr sagen sonst. Sie gibt jeden Tag 10 Liter Milch. 10 Liter? Wie geht denn das? Ungeheuertöter finden wir immer Arbeit. So, und jetzt reden wir noch mit dem Schmied. Ach nee, wir gehen jetzt in sein Haus und Raum hinaus. Moment. Ach, die Frau des Schmieds, die gibt's auch noch. So, Geralt, das ist deine Chance. Er ist gerade draußen und der Sohn des Schmieds ist auch draußen. Keiner sieht zu. Deine Chance zuzuschlagen. Ach. Seid gegrüßt. Was führt euch zu mir? Ein herrlicher Duft. Ich koche den traditionellen temerischen Sauerkrauteintopf. Habt ihr Arbeit für mich? Wenn ich es recht weiß, ist ein Hexer eine Art magischer Krieger. Ich töte Ungeheuer, Ertrunkene, Kikimoren. Ich brauche euch sicher irgendwann. Ihr müsst eine vorzügliche Köchin sein. Ach.
Ach, das ist nichts weiter. Mein Mann hat ein Schwein geschlachtet und ich mache einen Sauerkrauteintopf. Ich habe noch andere Spezialitäten. Da knurrt mir der Magen. Ihr seid recht mager. Gestern habe ich Rippchen in Bierteig gemacht. Wollt ihr ein paar? Nur zu gern. Da habt ihr sie. Guten Appetit. Habt ihr Arbeit? Ja, ich habe schlimme Probleme mit meinem Mann. Was ist passiert? Der alte Narr hat sich einen Succubus angelacht. Er glaubt, ich höre ihr lüsternes Treiben des Nächtens nicht. Ich soll den Succubus verscheuchen? Ich kenne ein altes Volksmittel von meiner Mutter. Ich brauche 9 Handvoll funkelnden Staubes vom Haar der Mittagserscheinungen auf den Feldern. Liebe die Frage der Bezahlung. In meinem Kräuterbuch stehen alle Kräuter, die hier in der Gegend wachsen. Bringt mir den Staub, der den Succubus verscheucht, und das Buch gehört euch. Das könnten wir in der Tat sehr gut gebrauchen. Ich nehme den Auftrag an. Abgemacht. Jawohl. Aber ich finde, wenn der Schmied seine Frau betrügt, dann müsste sie doch jetzt eigentlich auf den Rachezug aufspringen und es aus lauter Rache mit uns treiben, oder? Das fände ich jetzt irgendwie auch nur fair. Ihr da, Herr, kommt her. Was gibt's? Ich habe gesehen, dass ihr mit meiner Frau gesprochen habt und möchte euch ein Angebot machen. Wollt ihr euch nicht von eurer reizenden Dämonin trennen? Ah, meine Frau übertreibt, was den Spaß angeht. Ihr als Mann solltet wissen, dass unschuldiges Vergnügen keinem schadet. Was schlagt ihr vor? Ich kenne einen Zauber, der den Succubus eine Weile schlafen lässt. Meine Frau beruhigt sich und danach kann ich den Succubus heimlich wieder wecken. Was braucht ihr? 9 Handvoll Schattenstaub von Verschlingern. Sie suchen nachts die Felder heim und sind sehr gefährlich. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich hätte da einen roten Meteoriten, mit dem ihr euer Schwert verbessern könnt. Aber vielleicht bevorzugt ihr ja auch Gold. 500 Orens. Was mache ich denn jetzt? Ach so, kann ich nur ihm oder seiner Frau helfen? Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ah, die Frau macht so leckeres Essen. Ja, ich glaube, ich stehe schon bei der Frau im Wort. Ich stehe leider schon bei eurer Frau im Wort. Ja? Och, war ja wohl nicht so schlimm. Was braucht ihr? 9 Handvoll Schattenstaub. Was bekomme ich? Ich hätte da... Ich... Ja? Lebt wohl. Schade, ich hätte gerne beiden gleichzeitig geholfen und sie so gegeneinander ausgespielt. Ein Kunde? Warum so überrascht? In Trübwasser kauft selten jemand Waffen. Ich bin kein Geschäftsmann wie mein Vater. Euer Vater? Mein Vater trug mir auf, Waffen zu verkaufen. Doch wenn keiner was kauft... Aber Paps widerspricht man nicht. Vielleicht wollte er, dass ihr beschäftigt seid. Vielleicht. Ich soll mich still verhalten und verkaufen, wenn jemand kaufen will. Ja, dann schauen wir doch mal... Heiliger. Was hat denn der alles? Ist ja Wahnsinn. Was? Wieso kostet das denn jetzt hier 500? Hä? Ach, 10? Schaden 15. Ja, okay. Was? Die kostet auch so viel? Und die 300? Okay. Was ist das denn? Rundolch aus Marakam, okay. Kampfhammer aus Marakam, ja. Ja gut, damit haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich mit allen Leuten mal gesprochen. Wie seltsam. Sind auch, glaube ich, überall gewesen. Außer beim Bäcker. Moment. Die Folge ist wieder überlang, das ist mir klar. Aber ich will zum Bäcker. Wie komme ich denn da hin? Ich möchte ja wenigstens mit allen einmal gesprochen haben. Boah, raffinierter Hintereingang, ey. Da ist Brot. 4-mal.
Nee, wir brauchen noch 5 Leibe, Geralt. Ach so. Ich bekam nur 4 Leibe. Heißt das, dass ich die Quest jetzt nicht richtig erfüllt habe dann, oder was? Mal gucken. Also wenn ich von dem die 5 Leibe noch kriege, dann würde ich von dem die 5 Leibe kaufen. Seid ihr dem Aroma meines frisch gebackenen Brotes gefolgt? Könnte man sagen. Alle meine Waren sind aus feinstem Mehl gemacht. Sowie einer geheimen Zutat von einer dankbaren Nymphe. Ich brauche etwas. Wie kann ich behilflich sein? Habt ihr noch andere geheime Zutaten? Leider. Ich kenne da ein Rezept, das ich noch nicht ausprobieren konnte. Was für eins? Kann ich nicht sagen. Ich brauche weißen Honig. Weiß aber nicht, was das ist. Müssten wir sogar da haben, oder? Ja, und da wir den ja noch einmal brauchen. Da wir den bisher jetzt nicht benutzt haben. Können wir den, glaube ich, auch mal abgeben. Weißer Honig. Unglaublich. Jetzt kann ich mein Geheimrezept erproben. Kann ich... Nehmt das Püppchen und geht, ehe ich es mir anders überlege. Was für ein Püppchen? Eine Zuckerpuppe? Was will ich denn damit? Ich hätte das Zuckerpüppchen behalten sollen. Ja, das stimmt. Ich hätte das Zuckerpüppchen... Ey, komm! Oh. Inkompetente Fratzke. So, und jetzt komm her. Wie kann... Wisst ihr, was Hexer machen? Sicher. Hexer sind wie Zauberer, nur etwas schlimmer. Schlimmer? Ja, weil ihre Eier verschrumpelt sind. Ich denke, ich sollte mich auf den Weg machen. Ihr habt einen in der Familie? Das ist Pech. Der Netteste ist ja wirklich nicht gerade. Ach so. Ich dachte, es ging generell um die 5 Leibe, nicht, dass wir die 20 ausgeben. Aber gut, ist doch egal. Jetzt haben wir 9 Leibe. Bitte sehr. Grüße, Hexe. Ja, Grüße. Habt ihr von der Gimpelmarie gehört? Die Herrin des Sees verwandelte sie in einen Schwan. Und sie flog in die Welt hinaus, so wie sie es sich immer gewünscht hatte. Toll. So, beim nächsten Mal geht es mit allen möglichen Zeug weiter, würde ich sagen. Also, bis dann.